Mit einer losen Rolle kann man die Kraft verringern, die man braucht, um schwere Gegenstände anzuheben. Aber wie funktioniert das Ganze? Hier an folgendem Beispiel erklärt. Wir haben einen Koffer mit einer Gewichtskraft von 600 Newton in einer Grube und wollen ihn anheben. Dafür befestigen wir ihn an einer losen Rolle. Lose Rolle heißt, sie kann sich nach oben, nach unten bewegen. Und um die lose Rolle spannen wir ein Zugseil auf. Wir sind an der rechten Seite der Grube und ziehen hier am Zugseil. Und wir haben uns noch einen Freund dazu geholt, der ist an der linken Seite der Grube und zieht hier am Zugseil. Und jetzt passiert Folgendes. Die Gewichtskraft des Koffers, die teilt sich gleichmäßig auf die zwei tragenden Seilstücke. Hier einmal rechts von der losen Rolle und einmal links von der losen Rolle. Das heißt, wir ziehen auf der rechten Seite nur noch 300 Newton und unser Freund auf der linken Seite, der zieht auch nur noch 300 Newton nach oben. Das heißt, wir haben die Kraft auf uns beide aufgeteilt. Und so führt die lose Rolle eben zur Kraftersparnis. Sie halbiert die Kraft. Und das Geniale an der losen Rolle ist jetzt, dass wir unseren Kumpel hier auf der linken Seite gar nicht brauchen. Es reicht schon, wenn wir das andere Ende des Zugseils an einem Fixpunkt an der Decke befestigen. Ja, dieser Fixpunkt kann beispielsweise ein Haken hier oben sein. Ja, wir befestigen das andere Ende des Zugseils hier an unserem Fixpunkt. Ja, hier habe ich auch ein bisschen was von der linken Seite der Grube weggemacht. Mach mal noch dran. So, und jetzt teilt sich die Gewichtskraft des Koffers, also die 600 Newton, wieder auf die zwei tragenden Seilstücke auf. Die eine Hälfte der Gewichtskraft, 300 Newton, die trägt die Decke. Und die andere Hälfte der Gewichtskraft, die ziehen wir nach oben, also die tragen wir. Nur dadurch, dass wir jetzt keinen Freund mehr links haben, der uns beim Hochziehen hilft, müssen wir jetzt doppelt so viel Seil rausziehen, damit der Koffer eine gewisse Höhe zurücklegt. Das heißt, hier haben wir zwar die Kraft, die wir aufwenden müssen, halbiert, die Zugstrecke verdoppelt sich aber dadurch. Ja, und generell könnt ihr euch merken, eine lose Rolle halbiert die Kraft, mit der wir ziehen müssen, verdoppelt dafür aber die Zugstrecke. Also wenn wir hier keinen zweiten haben, der uns beim Hochziehen hilft. So, ich hoffe, ihr habt jetzt die Funktionsweise lose Rolle ein bisschen besser verstanden. Lose Rollen und feste Rollen werden übrigens zu einem Flaschenzug zusammengebaut. Wie der Flaschenzug genau funktioniert, das könnt ihr hier in dem Video auschecken.